Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind immer noch in der Weekend League. 13 Spiele haben wir noch vor uns. Es ist zum Glück noch nicht ganz so spät. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin so trotzdem nicht 100% fit, weil ich nicht lange genug geschlafen habe. Aber egal, wenn es dann nicht mehr geht, mache ich mir einfach noch einen leckeren Earl Grey mit anständig Koffein drin. Wobei ich glaube, so viel Koffein haben die gar nicht, die Tees, aber. Da ich sehr selten Koffein trinke, reicht das dann schon. So, Werner bekommt natürlich noch einen Vertrag. Ich meine, definitiv bester Bundesliga-Stürmer, den ich bisher gespielt habe. Und da ich. Mir in nächster Zeit auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Mir fällt gerade ganz spontan was ein. Ich glaube, es gibt einen Info im Stürmer der Bundesliga, den ich nicht spielen will, weil er definitiv von den Werten her nicht an Werner rankommen will. Aber ich wollte zumindest mal schauen, was er kostet. Weil man den dann sich vielleicht nochmal kaufen kann. Und zwar Info im Füllkrug. Ach man. Aber es ist eigentlich schon zu spät. Wahrscheinlich gibt es ihn jetzt nicht mehr wirklich preiswert. Oh, 14,5. Aber es wird wahrscheinlich auch so sein, es wird ein Spieler sein, der wird nicht steigen im Preis. Weil es ihn einfach zu oft auf dem Markt gibt und er auch nicht gut genug ist. 12, 2, 5. Oh, hat auch keine Fitness mehr. Vertrag 5. Ich glaube, es ist keine Investition für die Zukunft. Der ist einfach zu schlecht. Der wird auch nicht steigen im Preis. Den wird es so oft geben. Ich guck mal kurz, wie oft es den gibt. Ich meine, für fast. Man hätte ihn halt für Abschlusspreis kaufen können, dann. Oh, vier Seiten, das geht eigentlich noch. Also so oft gibt es ihn gar nicht. Bin am überlegen, ob ich ihn mir doch hole, weil eigentlich. Für 12,5. Also es waren jetzt weniger Seiten, als ich gedacht hätte. Gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, 13.000 ist halt schon wieder recht viel, in Anführungsstrichen. Der muss halt ungefähr auf 20.000 steigen im Preis, damit es Sinn macht, ihn nur als Investition zu kaufen. Egal, spielen wir erstmal. Ich glaube, es macht jetzt gerade keinen Sinn. Und ich will ihn eh nicht zocken. Ich will ihn auch nicht ausprobieren, weil ich mir zu 99% sicher bin, dass er schlechter als Werner ist. Und die momentan einzig besseren Stürmer in der Bundesliga sind halt Lewandowski und Aubameyang. Kosten zwischen 400 und 500.000 in meiner Zeitlinie. Und das ist mir natürlich etwas zu viel. Kann sein, dass ich die irgendwann wieder testen werde, aber zurzeit. Also, das wird noch. Oh, Junge, was ist denn los mit dir? Aber momentan wird das nicht der Fall sein und es wird noch lange dauern. Vielleicht teste ich die auch nie, weil. Es dann genügend andere geile Info-Stürmer gibt oder so, keine Ahnung. Oh, 4-5-1 ist, glaube ich, das erste. Nee, haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, aber ist eine seltene Formation. Wants to watch Bonucci, ansonsten. Oh, er hat Icardi im Sturm. Mit Hawk. Das Icardi ultra gefährlich und schwer ist, wissen wir ja. Wir haben aber die Inform im Sturm. Inform Icardi, das ist natürlich schöner. So, Konzentration. Sehr schön, haben wir ihn behindert bei der Ballannahme, deswegen ist er nicht zum Abschluss gekommen. Hat auch Strootmann. Ich hatte gar nicht genug Zeit gehabt, mir alle Spiele anzugucken. Und ich sehe gerade, er spielt einen Stadion mit krass viel Schatten zum Kotzen. Aber egal, gerade aus dem Grund werden wir jetzt gewinnen. Drängt er mich leider vom Ball ab. Ist
richtig anstrengend, gerade weil er auch so ein bisschen Gelb mit dem Trikot drin hat, wenn wir da in der Sonne stehen. Im Schatten ist es überhaupt kein Problem, aber in der Sonne ist es richtig scheiße. Hätte weiter durchziehen sollen, es war viel zu schwer, da den Pass an den Mann zu bringen. Zum Glück ist auf meiner Seite Schatten, so dass ich da das leichtere Spiel habe, wenn es bei mir um die Verteidigung geht. Ich weiß ja nicht, ob er Probleme hat mit der Sonne. Wahrscheinlich nicht, weil er wahrscheinlich ja. Das heißt wahrscheinlich, er spielt ja häufiger mit dem Stadion. Deswegen wird ihn das wahrscheinlich nicht stören, wenn er auf seiner Seite da den Schatten hat, aber ich habe Glück. Oh, wird als Foul gewertet, interessant. Ich hätte auch schön auf Philippe durchdecken können. Oh, ein Schritt schneller, Junge, da hast du den Ball. Das war gut gemacht mit und von Benatia. Nicht zum Abschluss gekommen. Das war der Gegner, der den Ball so komisch gespielt hat. Komm! Ja! Musacho, wer sonst? Torgefährlichste Innenverteidiger, den ich bisher gespielt habe, würde ich sagen. Das ist sein zweites oder drittes Tor, aber es fallen echt selten Tore von den Innenverteidigern. Sehr geil. Gulam hat, glaube ich, auch schon zwei Kopfballtore nach Ecken gehabt, aber das waren halt, ist halt ein Außenverteidiger. So, defensiv. Und jetzt noch ein Tor aus dem Spiel machen. Machen wir eigentlich gut. Der letzte Sprint war dumm. Muss ich eher abbrechen. Info Musacchio, oh, bitte irgendwann. Das ist echt richtig scheiße in der Sonne zu spielen. Dreckstadion, ey. Gute Grätsche mit Bonucci da.
Oh, Benatia kommt wirklich zum Kopfball, aber macht's dann deutlich schlechter als Musaccio. Obwohl er viel größer ist, Musaccio, das fällt mir auch gerade wieder ein. Musaccio ist 1,80. Scheint jetzt gerne mal reinzugrätschen. Oh, geil gespielt! Und El-Sharawi, was ist denn los mit dir, El-Sharawi? Warum macht denn der jetzt so viele Tore? Also, er mit rechts den Abschluss haben sollte, ja, und das Stellungsspiel okay, aber er hat es ja vorher nie gemacht. Aber jetzt läuft das so oft in gute Position und bietet sich an und spielt mit. Sehr geil. Und dann hat er hier den Abschluss flach ins lange Eck und da haben wir ein schönes Tor aus dem Spiel rausgemacht. Icardi mit der Vorlage. Sehr geil. Und schon sind wir bei 2-0. Jetzt machen wir noch ein drittes und dann ist das Spiel schon halb gewonnen. Wenn wir. Oder nee, ich gehe so weit und sage, wenn wir ein 3-0 machen, gewinnen wir das Spiel. Solange. Ober, jetzt kommt's, aufgepasst und aufgemerkt. Solange wir so konzentriert weiterspielen wie jetzt. Weil er hat nur einmal geschossen. Wir verteidigen gut. Darauf kommt es an und das in diesem Start an. Ich habe einen richtigen Augenkrebs. Meine Augen tun weh. Wir waren zuletzt dran. Wie geht das denn? Schön gemacht mit Strootmann. Oh. Krass, Strootmann kriegt den Ball sogar noch, obwohl es mega schlecht gespielt war. Elfmeter. Oh, es gibt keinen. Das hätte das der nächste Doppelpack für El-Sharawi sein können, aber der Torhüter war schon so weit draußen. Also der Pass hätte ein bisschen kürzer kommen müssen, aber ansonsten war es erstmal ein genialer Pass. Stellungsfehler. Ah, wieder gut gemacht. Aber trotzdem hätte es 3-0 sein können, vielleicht sogar müssen. Oh, das macht er gut, leider. Allein ist es zum Glück so dicht in der Mitte, dass es schwierig wird, da durchzukommen und ein Tor zu schießen. Er macht leider auch eins nach der Ecke. Scheiße. Hoffentlich macht er jetzt keins mehr aus dem Spiel, aber egal, das können wir nicht verteidigen. Da hat man einfach Glück oder Pech und die haben halt mal Pech gehabt. Und jetzt konzentrieren wir uns, dass wir ein 3-1 machen. Sollte der Ball nicht hin. Nice. Dalbert. Auch noch nie gehört. Ah gut, ich kenne mich natürlich in der italienischen Liga nicht ganz so gut aus. Ich glaube, das war nicht geplant. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Eine seiner vogelwilden Grätschen klappt leider mal. Ich gehe mal davon aus, dass er da nicht hinpassen wollte, weil das war merkwürdig. Oh, Strootmann, fuck.
Ich bitte dich. Wir werden erstmal Eschwarabi wechseln. Ich überlege auch, ob ich Kedira jetzt mal rausnehme, weil ich brauche jetzt eigentlich ganz, ganz viel frische Power da. Kedira ist halt echt geil, aber hat halt nicht so viel Ausdauer wie Strohmann. Oh, super gut gespielt. Super gut gespielt. Keine verdiente Führung, kein verdientes Unentschieden, aber echt meiner Meinung nach besser war, aber egal. 2-2, wir machen jetzt das 3-2 und gewinnen. Ich dachte, er nimmt den Ball anders an, deswegen habe ich auf Schießen gedrückt. Oh, Musacchio fast mit dem zweiten. Scheiße. Hätte ruhig mal noch eins machen können. Na krass, dass er schon wieder zum Kopfball kommt, obwohl er 1,80 ist. Einfach nur genial gespielt und Alessandrini macht das Ding. Geil. Richtig geil. Hat das Auge gehabt für Alessandrini, der da angelaufen kommt. Dann machen wir das 3-2. Ist auch verdient. Aber wir sind noch nicht durch, das Spiel. Wir müssen uns weiter konzentrieren. Schauen wir uns nochmal. Ach Mann, das war zu spät. Aber wir haben uns auch nochmal den Ball auf den rechten Fuß gelegt. Den steigen rechten und dann schließt er ihn ab, flach ins lange Eck, sehr geil. Stellungsfehler von unserem Gulam, den ich nicht gesteuert habe, weiß ich nicht, was er in seinem Kopf wieder vorging. Das war mal ein richtig krasser Pass von Gulam. Schade. Unendlich dummer Fehlpass, den ich mit Musacho zum Glück wieder gut machen kann. Jetzt grätsche wieder rein. Ne, er macht ein normales Tackle. Ein rechter Flügel und der hat das Kopfballtor gemacht. Er ist bestimmt nicht kopfballstark. Sehr gut. Verdienter Sieg, auch wenn er ziemlich knapp war. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, den nach Hause zu bringen dann. Tore, ja, Musacho zu Recht hier, Man of the Match, macht fast zwei Tore. Und Alessandrini halt einfach mal ein geiler Einwechselspieler. Icardi macht eine Vorlage, Brozovic, Strootman. Icardi kein Tor und nur ein Scorerpunkt. Was ist denn da los? Aber drei Tore. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich mit unserer Challenge, mit den 40 Toren in der Woche? Wir haben jetzt noch 12 Spiele. Das interessiert mich, muss nachgucken. Sechzehn, wir brauchen also noch 24. In 12 Spielen, das heißt, wir müssen im Durchschnitt 2 Tore pro Spiel machen. Das passt da direkt ganz gut.
Ich denke, das ist auf jeden Fall drin. Ich meine, wenn ich am Ende noch ein Tor oder sowas brauche, dann werde ich logischerweise auch noch ein Spiel machen und für dieses eine Tor, das sollte klar sein. Ne, falsches Team, falsches Team, falsches Team. Tolisso hat nur noch einen Spieltag. Zwei Vorlagen schon gemacht in sechs Spielen. Ist nicht schlecht für einen Sechser. Brandt noch nichts gemacht. Das ist halt echt scheiße, weil ich sehe es schon so, dass es dann irgendwann halt so ist. Ich habe 20, 30 Spiele mit Brandt gemacht und er spielt sich wie ein junger Gott, fühlt sich mega geil an und macht keine Scorerpunkte und Zuber fühlt sich schlechter an und macht halt die Scorerpunkte. Das ist halt dann immer Kacke, wenn man die Ergebnisse nicht sieht. Also wenn halt nichts bei rumkommt. Das ist ein krasser Sturm und auch ein krasser Abwehr, vor allem mit dem Torhüter Courtois, aber Griezmann und Lacazette, beide Hunter, also sehr pacig. Das ist eklig und ich denke, das ist auch ein guter Spieler bei so einem Team. Also konzentrieren. Come on! Konzentrier dich! Haben jetzt auch keinen blöden Schatten und Sonne mehr, also anständiges Stadion, das ist schon mal von Vorteil. Och nein. Kein Pace-Tor, das ist echt selten bei FIFA 18, dass dann 1 gegen 1 der Torhüter gewinnt. Danke, Fährmann. Oh fuck. Ach, das war eine schlechte Ballannahme von Arangis, deswegen kommt dann auch der Schuss so scheiße. Danke. Nice luck. Ginter, dieser Panzer. Er wirkt halt auch gar nicht von der Statur so krass, aber der hat halt einen mega geilen Stärkewert. Und ist, glaube ich, auch gar nicht mal super klein. Geiler Pass auf Werner und dann von Werner aber auch ein geiler Pass auf Arangis. Richtig krass, aber wichtig war der Pass auf Werner. Der war ultra krass. Und das war Pace von Werner, aber wenn jemand anderes mit weniger Pace, Icardi zum Beispiel, in diesen Freiraum läuft, dann geht er glaube ich auch so durch. Aber dass der Pass auf Arangis ankommt, ist geil und dann der Abschluss ultra schwer und er macht ihn flach ins lange Eck rein. Und das gegen Courtois, der ein super gutes Stellungsspiel hat. Er hat nicht die allerbesten Reflexe, aber ich glaube auch mit besseren Reflexen kriegt er das da nicht besser hin. Scheiße! Das war dumm, das war schlecht von mir gedribbelt. Wieder schön bedrängt, sodass er zum Fehlpass gezwungen wird. Schade. Was? Waren da noch dran? Oh, scheiße.
Ich muss erst aufhören, versuchen, diese Bälle abzufangen. Ich muss die einfach weglassen. Dann kriegen wir hier nämlich den Einwurf, sind im Ballbesitz. Man muss da einen Distanzschuss wählen, weil er nicht durchgekommen ist. Sehr gut. Klar, kann auch mal reingehen, ärgere ich mich auch, aber kann man, denke ich, erstmal in der Situation nicht sehr viel besser verteidigen. Ja, ist abseits. Hat aber auch Glück, dass der erste Pass nicht durchgeht, weil es auch wieder ein krasser Stellungsfehler war. Also wenn das nicht geil rausgespielt war, dann weiß ich auch nicht. Also ist krass. Das war richtig geil, weil ich einfach wieder mal das Auge gehabt habe für den freien Mann. Werner hätte sogar nochmal auf Kramaric spielen können. Aber Werner hat auch einfach dann den Abschluss, um das Ding da reinzumachen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mal einen Schluck trinken. Schade, dass es keine Punkte für Tor eingeleitet gibt. Also die Vorlage zur Vorlage, weil das war Brand gerade. Ich weiß gar nicht, wer dann die Vorlage hier gemacht hat. War das Bender? Jetzt hat er hier aber gerade Glück. Zweimal krasser Fehlpass. Oh, da habe ich zu lange gebraucht. Das habe ich zu spät gerafft. Dass der jetzt von hinten kommt. Und wieder Stellungsfehler. Diesmal war aber leider kein Platz. Ah, diesmal macht er den nicht. Hätte ich nicht gedacht. Scheiße, da habe ich ein bisschen schlampig gedribbelt. Das geht besser, denke ich. Das glaube ich gerade wieder Tolisso, der da seinen Körper gut reinstellt. Also ich muss sagen, gefällt mir auch immer besser Tolisso. Hat der nicht sogar schon eine Info? Bin mir gerade nicht ganz. Ne, der hat glaube ich noch keine. Eine One-to-Watch hat er, glaube ich. Mist, da hätte ich mal gucken können, was die One-to-Watch kostet, weil der normale Tolisso fällt natürlich im Preis und der One-to-Watch nicht. Also, da muss ich doch direkt mal schauen, falls ich dran denke nach dem Spiel, was der kostet. Wenn der nicht so teuer ist, würde ich ihn mir sogar kaufen. Weil Once to Watch haben einfach nicht so einen Preisverfall. Sehen halt auch gefährlicher aus, aber spielen sich genau wie die normale Goldkarte. Bis sie dann halt mal irgendwann die Info bekommen. Ich weiß nicht, dass wir damals Info Once to Watch Hummels hatten, weil der nur marginal weniger gekostet hat als die Info. Krasses Tor. Krasses Tor von Lacazette. Da hätte ich versuchen müssen, eher mit Toprak oder wie er heißt, ranzugehen, damit ich das dazustellen kann. Ja. Weil es war auch wieder nur ein Tick zu wenig. Also ich denke, insgesamt habe ich es ganz gut verteidigt. Und es war halt auch ein schwieriger Abschluss, den er leider sehr gut macht, der Lacazette. Aber man hätte es halt einfach noch konsequenter verteidigen können.
Oh, das muss er doch machen, Werner. War auch wieder geil gespielt, aber halt leider Millimeter daneben. Schade. Also ein 3-1 wäre jetzt hier verdient. Gegner hat er gefühlt auch nur einmal abgeschlossen. Also hat einen Distanzschuss und so, aber. Ach ja, doch, er ist einmal mit im 1 gegen 1 auf Fährmann zugelaufen. Ja, stimmt. Also ist dieser ein Tore-Vorsprung ist wahrscheinlich okay. Knappe Führung für mich sollte verdient sein. Warum tritt er denn jetzt schon wieder Pause? Das war doch gerade erst Halbzeit. Noch was umgestellt oder wie? Schön den Außenverteidiger erstmal in den Lauf schicken. Ja, Glück. Macht so viele Fehler. Wiederstellungsfehler. Wer war zuletzt dran? Geil. Abgefälscht vom eigenen Mann, auch Werner. War leider zu offensichtlich, mein Passen hat zu lange gedauert. Ich hätte lieber den Vorteil genommen, also den Freistoß, da den Vorteil. Ja, Tolisso läuft quasi zweimal über den Ball drüber. Danke, Fährmann. Sollte kein Laufpass werden. Ach, der Gegner war noch dran, okay. Luck. So, aufhören mit Brand so viel zu laden, da schon gar keine Power mehr. Vielleicht wechsle ich auch mal alle Sandrini ein. Kimmich rennt auch wieder den ganzen Tag hoch runter. Ah, Brandt hat gar keine Ausdauer mehr, da ist kann kein Ball mehr halten. Zum Glück, das war ein krasser Pass von Lacazette, war nicht schlecht. So, erstmal neue Kräfte rein.
weg mit dem Ball! Oh! Scheiße, genau in die falsche Richtung antizipiert. Ich dachte, er geht jetzt auf außen. Hat er leider nicht. Ich komme einfach. Schwer in die Mitte, also auf außen verteidigt er eigentlich ganz gut. Erster Eckball, oder? Oh, 87. Zeitspiel. Scheiße. Nice Luck. Dumm von mir. Dumm von ihm. So, das war's. Und dann noch so ein Ding. Und das Krasse ist, ich wollte auch genau auf Kramaric flanken. Ich habe extra die Flanke schön aufgezogen. Und dann macht Alessandrini hier noch die krasse Vorlage. Und Kramaric absoluter Powerkopfball. Richtig geil. Und ins kurze Eck. Natürlich wäre das lange Eck besser gewesen. Aber geil, dann haben wir jetzt hier noch ein schönes 3-1. Stimmt, wir brauchen ja auch Tore für unsere 40 Tore. Ne? Also wir brauchen ja pro Spiel im Durchschnitt 2 Tore. Jetzt haben wir schon wieder eins gut gemacht, sehr schön. Oh, es war aber echt ein krasses Spiel am Ende noch. Also es war echt knapp. Ich hatte echt ein paar Mal Angst, dass jetzt doch der Ausgleich fällt. Tore. Werner Arangis, Kramaric, Vorlagen, Werner Arangis, Alessandrini. Ach, Alessandrini, oh Mann, ich würde den so gerne festspielen. Das ist, glaube ich, ein Franzose, das heißt, wenn ich noch Liga A spielen würde, also französische Liga, würde ich wahrscheinlich versuchen, ihn da um Franzosen herum aufzubauen, aber so macht es keinen Sinn. Und nur wegen ihm baue ich jetzt auch kein Liga A-Team auf. So, noch 11 Spiele, sehr schön. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Paxis, tschö, tschö, Daumen nach oben.